grüße euch alle recht herzlich, meine lieben Freunde. Vom 22. Juni bis zum 22. Juli wechselt das Tierkreiszeichen in den Krebs. Was bringt den Krebsgeborenen das neue Lebensjahr? Das will ich den Krebsen heute sagen. Zuerst einmal das Wichtigste. Deine Sterne stehen bestens. Für die im Zeichen Krebsgeborenen bedeutet Harmonie alles. Und die, die sie lieben, stehen an erster Stelle. Sie sind immer hilfsbereit und wenn man sie braucht, sind sie da, umsichtig und mitfühlend. Krebse leben und lieben intensiv, denn ihr Planet ist der Mond. Will man den Krebs verstehen, muss man den Mond verstehen. Im ersten Eindruck erscheinen sie sehr sensibel, anschmiegsam und weich. Aber sie können auch angriffslustig sein, lebensfreudig und strebsam. Charakterlich aber auch himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Dadurch kommt es häufig zu Gemütsschwankungen. Durch die Wechselstimmungen und durch die Einflüsse des Mondes spürt dies der Krebs wie kein anderer. Dies jedoch gleichen sie wieder aus mit ihrer Vielseitigkeit, Mütterlichkeit und Liebenswürdigkeit. Der Krebs hat stets Mühe, voranzukommen. Man sagt, er geht einen Schritt voraus und zwei zurück. Aber unter seinem harten Panzer liegt ein weicher Kern. Er kann auch seine Gefühle zeigen und schämt sich nicht, wenn er Tränen vergießt. Im Ganzen gesehen ist der Krebs ein sehr liebenswürdiger Mensch, der von allen sehr geschätzt und angesehen ist. Denn seine Offenheit und seine Unterhaltsamkeit mit Humor wird von seinen Freunden sehr geliebt und geschätzt. Nun zu deiner Prognose. Während du dich in den letzten Monaten ausgeruht hast und es im Beruf etwas ruhiger war, bessert sich die Lage. Und du kannst einen Aufwärtstrend erwarten. Auch in der Liebe schenkt dir die Venus ihre Gunst. Du kannst dich freuen. Diese tolle Zeit hält an und du kannst mit den Sternen zufrieden sein. Zum Ende des Jahres solltest du auf deine Gesundheit achten. Das gilt besonders für den Monat November. Und im Dezember, wenn Merkur vom 3.12. bis 23.12. rückläufig ist, sei vorsichtig und achte im Beruflichen auf Genauigkeiten. Nun wünsche ich allen Krebsgeborenen alles Liebe, alles Gute für das neue Lebensjahr. Herzlichst, eure Deria.